Hallo und herzlich willkommen zu den Tag of News in der Woche heute. Und zwar habt ihr das hier schon gesehen. Das war das Ende des letzten Events. Mit diesem Video hier, was ziemlich cool gemacht ist, wurde das Lighthouse-Event beendet, wo alle Ausgänge zu waren. Tagila und Killer auf Lighthouse waren. Und ja, das Ganze auch in Kombination mit den Evasion-Turnieren sozusagen als Fortschritt der Story dann mit eingeführt wurde. Mega, mega geil. Schönes Video auch, was hier announced wurde. Und ja, warum ich jetzt dieses Video mache, kurz nach diesem Video kamen halt hier ein paar Teaser für neue Waffen, dann der Granatwerfer für einen der neuen Bosse auf Lighthouse und dann das Ding hier, eine Ankündigung für ein technisches Update und zwar am Donnerstag, den 2. Juni um 9 Uhr morgens unserer Zeit. Das geht 2 Stunden lang bis 11 Uhr und das Spiel kann derzeit nicht erreicht werden. Nachdem die Ankündigung kam für dieses Update am Donnerstagmorgen, kam dann diese Ankündigung hier, also wirklich ein paar Stunden später, wir sehen hier 5 Stunden, 1 Stunde, also mit einem Unterschied von 4 Stunden. Und da gucken wir mal gerade hier rüber. Das ist eine ziemlich krasse Sache. Und zwar haben wir hier eine Videoankündigung auf YouTube. Und diese Videoankündigung ist für den 3. Juni, also für den Freitag geplant. Freitag, 22 Uhr unserer Zeit. Und deswegen bin ich jetzt hier, vergesst nicht diesen Termin, Freitag 22 Uhr, mega interessant, also sollte keiner verpassen, kein Tarkov-Fan. Und wir sehen, es sind zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben jetzt Mittwoch 23 Uhr und es sind hier einfach mal über 2000 Leute schon im Chat, über 2000 Leute sind gerade im Chat, die hier in allen möglichen Sprachen diskutieren, was das denn sein könnte. Und ja, wir sehen hier ein verpixeltes Bild in dieser Ankündigung. Unten möglicherweise das Tarkov-Logo, oben irgendwas. Und wenn ihr euch mal ein paar Bilder anschaut von den Maps, beziehungsweise von der Map-Übersicht im Spiel, also in-game, und da mal auf The Terminal geht, dann seht ihr, dass die Silhouette hier von dieser Verpixelung der Terminal-Silhouette tatsächlich am ehesten entspricht. Also deswegen ist die Vermutung, es könnte ein Reveal sein für die Terminal-Map und es könnte sein, dass in diesem technischen Update jetzt erste Vorbereitungen getroffen werden, damit vielleicht in der nächsten Woche das Terminal-Update kommt. Könnte sein, alles Spekulationen. Könnte auch ein Alien sein, welches von oben rechts in die Kamera schaut. Kennt ihr vielleicht von Alien 3, Sigourney Weaver das Baby in sich trägt und dann das Alien ganz nah an sie rankommt und dann das innere Mäulchen rauskommt und dann und sie können so, aber behält ihre Nerven. Und könnte auch, also es könnte alles Mögliche sein. Aber es könnte auch Terminal sein, es könnte auch sonst irgendwas sein. So, jetzt die Spekulationen dazu. Und zwar, viele vermuten jetzt einen Vibe für den Donnerstag. Ist ziemlich unwahrscheinlich, können wir wahrscheinlich ausschließen. Wahrscheinlich kommt das große Event dann erst in der Woche darauf. Weil ein Video bei Battlestate Games immer etwas Größeres angekündigt hat. Wenn ihr euch mal die Videos anguckt bei Battlestate Games selber, was sie denn so gepostet haben auf ihrem YouTube-Kanal, dann seht ihr, sind immer große Patch-Trailer. Hier zum Beispiel der letzte große Patch-Trailer zu 12.12 oder die Map-Erweiterung zu Factory oder Streets of Tarkov und solche Geschichten. Das wurde auf dem YouTube-Kanal gepostet und nicht irgendwelche Kleinigkeiten, dass jetzt eine Ankündigung kommt für ein Vibe, wie auch immer die Geschichte da vorgeführt wird. Also sowas eher weniger. Das heißt, wir können hier schon denken, dass es tatsächlich, es würde einfach mit reinpassen, dass da eine neue Map mit reinkommt. Komisch ist es allerdings schon, weil Terminal jetzt sozusagen im Zeitplan nicht vorgesehen war für die nächste Zeit. Das heißt, es wäre sozusagen eine Überraschung, was sehr, sehr cool ist, was auch zeigt, dass Battlestate Games da richtig viel gearbeitet hat und jetzt mehrere Sachen gleichzeitig rausbringen wird, weil wir wissen, Streets of Tarkov ist kurz vor Fertigstellung, soll ja vor Herbst rauskommen. Und Lighthouse, die nächste Erweiterung. Und auf die warten wir, auf Lighthouse 2. Ich sag Lighthouse 2, ich muss noch hier dazu was zu sagen. Ich habe jetzt schon mehrere Kommentare gesehen, wo Leute gesagt haben, ja, sie schaffen es jetzt doch nicht, den Händler rauszubringen, den Trader. Junge, Junge, es ist nie geplant gewesen, dass der Trader bereits in der nächsten Stufe von Lighthouse rauskommt. Das muss ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle festhalten für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Lighthouse sollte in 3 Stufen released werden. Und Streets of Tarkov sollte in 13 Stufen released werden. Und die 3 Stufen von Lighthouse haben vorgesehen, Stufe 1 nur die Map, Stufe 2 der Leuchtturm auf der Map, der dann zugänglich wird. Und Stufe 3 der in Echtzeit sozusagen begehbare Ingame-Händler im Leuchtturm, der sollte bei Stufe 3 rauskommen.
Und es ist also nie geplant gewesen, dass der Händler bereits in Stufe 2 kommt. Und wir sind momentan in Stufe 1. Stufe 2 sollte jetzt kommen. Das heißt, wir erwarten jetzt die Freigabe von Lighthouse, also vom Inneren des Leuchtturms. Und das würde auch ganz gut in die Lore passen. Tagila und Killer haben ja gesagt, der Leuchtturm steht leer. Und dass sie überlegen, den Leuchtturm zu betreten und auszurauben. Das passt alles zusammen. Passt alles in die Geschichte. Also es ist nicht so, dass irgendwas jetzt gestoppt oder zurückgezogen wurde. Das ist die Geschichte nimmt ihren Weg und es ist alles so, wie es geplant war. Es ist alles locker. Das Einzige, was nicht reinpasst, ist dieses Video hier. Wenn es jetzt nicht um den Leuchtturm geht, sondern tatsächlich um Terminal, dann ist das eine tolle Überraschung, was kommen könnte. Es gibt ein paar Spekulationen, was das Video hier noch sein könnte. Und ich zähle mal so ein, zwei Sachen auf. Also das erste ist ein Teaser zu Tarkov Arena. Jetzt ist es so, Nikita hat ja betont oder bestätigt, dass Arena tatsächlich ziemlich weit ist. Er hat aber auch gesagt, dass Arena vor dem Release noch kommen sollte. Und ursprünglich war der Release geplant Ende des Jahres 2022. Also wann genau das jetzt kommt, das steht absolut in den Sternen. Also vom zeitlichen her könnte es rein theoretisch sein. Allerdings hat Nikita in den letzten Podcast gesagt, dass sich sobald sie vorzeigbar, also ersten, also sie haben schon ein paar Maps fertig und sie haben auch schon 1 vs 1, 2 vs 2 und 3 vs 3 Spiele gespielt in der Tarkov Arena. Allerdings ist es nicht so weit fortgeschritten, dass sie schon vorzeigbaren Content haben. Das heißt, es ist alles noch in der frühen Phase bei Arena, also da fehlt noch viel. Und das, dieser Bericht ist gar nicht so lange her, dieser Podcast, wo er das gesagt hat. Das heißt, jetzt einen Teaser rauszuhauen für die Arena ist vom zeitlichen Ablauf her sehr unwahrscheinlich. Und ich denke mal, das ist so sozusagen die unwahrscheinlichste Variante von allen. Lighthouse-Teaser für 2, absolut möglich, absolut möglich. Was dagegen spricht ist, dass ein Teaser sozusagen für eine Freigabe mitten in dem Release von Lighthouse wiederum unwahrscheinlich ist. Also wir haben ja gerade gesagt, Lighthouse kommt in Stufe 1, 2 und 3. Warum soll man zu Lighthouse 2 jetzt einen Teaser rausbringen, wenn noch das große Ding dann bei Lighthouse 3 erst rauskommt, wenn der Händler kommt und alles fertig ist und die Erweiterung und so weiter. Also da würde ein Teaser natürlich viel, viel mehr Sinn machen. Also tatsächlich ist das auch eher unwahrscheinlich. Und dass das ein Video ist, sowas wie ja, die Map-Erweiterung in Factory oder so ein kleiner Teaser, das ist möglich. Und da ist tatsächlich momentan die höchste Wahrscheinlichkeit Terminal, dass das ein Terminal-Video sein könnte, was, wie gesagt, sehr, sehr cool ist. Was heißt das jetzt für einen weiteren Verlauf für die Vibe-Spekulationen? Also viele vermuten ja, dass jetzt ein Vibe kommt und es ist auch vom zeitlichen Ablauf her einfach logisch, dass jetzt ein Vibe kommt und dann zum Release, wenn der Release wirklich kommen sollte im Dezember, dass dann der zweite Vibe kommen könnte. Das würde von den 6-Monats-Ablauf und von den Zyklen her am besten passen. Auf der anderen Seite macht inhaltlich ein Vibe momentan keinen Sinn, weil die Geschichte, der Inhalt und die Maps und das ganze Grundsystem sich nicht so stark ändern. Wir werden eine sehr, sehr große Veränderung bekommen, wenn Streets of Tarkov rauskommt, weil dann viele Spieler auf eine Map gehen, die Story wird sich verändern, es wird neue Quests geben und das, es wird viele, viele neue Waffen geben, Sprengsätze, Raketenwerfer, Minen und das ist auf jeden Fall ein Grund für einen Vibe, weil du dann die ganzen Werte resetten musst, auf Null setzen musst, um dann zu gucken, wie Streets sich auf den Progress auswirkt. Also super wichtig, in dem Moment einen Vibe zu machen. Und Lighthouse Stufe 3, also das Hinzufügen des Händlers, das Hinzufügen möglicherweise einer neuen Questreihe für den Händler. Was machen wir mit dem Händler? Müssen wir da Quests abgeben? Macht der Händler uns Angebote und so weiter und so fort? Wie wirkt sich das auf die Ökonomie aus? Wie wirkt sich das auf den Questfortschritt aus? Wie wirkt sich das auf das PvP vor allem aus? Und das Balancing auf die Waffen und so weiter und so fort? Also das ist auch ein großer Grund, einen Vibe zu machen. Aber Lighthouse 2 ist absolut kein Grund. Und Terminal, es ist auch nicht wirklich ein Grundterminal. Es kommt natürlich darauf an, wie groß das Ganze wird und ob es wirklich kommt. Aber ja, also meine Spekulation nach wie vor kein Vibe. Ich war ja schon so 80% gegen einen Vibe von der Theorie her. Dann war ich zwischenzeitlich runter auf 50-50, weil es doch sehr heiß aussah, dass sie vielleicht direkt Lighthouse 3 rausbringen. Aber mit der Aussage von Tagila und mit der Aussage von Killer, dass der Leuchtturm leer steht und dass sie ihn ausrauben, weil er längere Zeit noch leer steht, es ist eindeutig, dass sie Lighthouse 2 rausbringen, wie es geplant war und Lighthouse 3 erstmal hinten ansteht und dann später rauskommt, der Reihenfolge nach eben. Und deswegen rückt meiner Meinung nach das die Vibe-Spekulation wieder nach hinten. Auch Terminal reicht nicht dafür, dass ein Vibe kommt. Und ja, ich bin froh, muss ich ehrlich sagen. Absolut froh.
dass alles seine Reihenfolge einhält und dass alles so läuft, wie es anscheinend geplant ist. Es funktioniert. Das ist cool. Also kein Grund zur Panik, dass irgendwas nicht klappt und zurückgezogen wird. Wenn es wirklich ein Arena-Teaser ist, holy Macaroni, wäre natürlich sehr, sehr geil. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was nächste Woche passiert. Und denkt dran, der Link ist unten in der Beschreibung. Freitag, 22 Uhr, schaut euch dieses Video an von Battlestate Games auf dem Battlestate Games Kanal. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und gesund. Hasta luego. Ciao, 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 ciao.